Hallo, wir machen mal wieder eine Beschwörungsrunde. Ich habe in meinem Beutel 20 Plätze freigemacht. Das heißt, wir können 20 Beschwörungen machen. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie viel ich überhaupt habe. Also ich habe zwei legendäre. Ich habe eine Licht- und Finsternis-Schriftrolle. Eine normale, die ignorieren wir mal. Kristalle ignorieren wir auch mal. 45 mystische Schriftrollen haben wir. Dann würde ich sagen, machen wir heute erstmal 20 Beschwörungen mit den mystischen Schriftrollen. Ich persönlich hoffe ja auf einen Windjoker. Das wird langsam mal Zeit. Den ersehne ich. Seht ihr, habe ich fleißig vorab gesammelt. Ja, damit wir das auch ordentlich machen können. Kostet ja immerhin auch ein bisschen was. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. Falls wirklich jetzt ein gutes dabei ist, gucken wir uns das kurz so mal an oder im Nachhinein nochmal genauer, welche ich da gezogen habe von den interessanten. Und dann hau ich das jetzt erstmal so durch. Also drückt mir die Daumen, Windjoker bitte kommen und dann wäre das schon eine gelungene Runde. Das war ein Wasserminotaurus. Oh, da kommt gleich mal Blitz. Na, das ist doch was. Tau ist Wasser. Gut, okay. Ist nicht schlecht. Habe ich schon. Wäre jetzt für mich persönlich wahrscheinlich einfach ein Vier-Sterne-Monster, was ich dann verfüttern kann, um wieder Fünfer herzustellen, um mir dann wieder ein neues Sechser herzustellen. Aber immerhin am Anfang gleich ein Vierer. Ich nehme das jetzt einfach mal als gutes Zeichen. Ja, mal gucken. Wind-Epikon-Priesterin Stufe 3 Monster. Ja, manche finden die gut. Ich persönlich stehe mehr auf die Wasser als Stufe 3 Epikon-Priesterin. Und das zweite Blitz. Ein Lichwasser, den habe ich nun leider auch schon. Ist aber auch nicht so verkehrt. Gucken wir uns dann auch nochmal an. Zwei Blitze. Bei nicht mal 10 Beschwörungen, das ist eine relativ gute Bilanz für mich zumindest. Ja, ich hatte auch die letzten 20 Beschwörungen oder so, die waren dann auch schon wieder gar kein Vierer dabei. Insofern bin ich relativ froh, dass jetzt schon mal zwei gekommen sind. Auch wenn für mich jetzt nicht unbedingt brauchbar. Ich hätte lieber den Windlicht gehabt. Mir fehlen so ein bisschen gute Windmonster, habe ich immer das Gefühl. Und dann kommt jetzt die letzte Beschwörung vorerst. Und. Oh, ja, komm! Luschen, Luschen, Luschen! Nee, nicht Luschen! Windassassine! Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Gut, okay, dann gucken wir uns das mal an. Die Sonderpakete, die ignoriere ich jetzt einfach immer mal. Aber, schöne Bilanz, sage ich mal. Gucken wir mal, wo haben wir sie alle? Da. Fangen wir mal an. Der Wassertau ist, wenn man ihn erweckt, geht die Genauigkeit um 25% hoch. Ansonsten ist es ein Angriffsmonster. Erste Attacke führt einen unberechenbaren Angriff aus und senkt die Angriffskraft vom Ziel für eine Runde. Dieser Angriff erhöht auch die Chance vom Ziel für eine Runde einen Streifschuss zu erzielen, wenn dieser Angriff einen kritischen Treffer landet. So, zweite Attacke. Greift alle Feinde zweimal mit einer Wasserwelle an. Jeder Angriff hat eine Chance von 30%, die Angriffsgeschwindigkeit vom Ziel für zwei Runden zu senken. Wenn das Ziel schon unter diesem Effekt leidet, wird dieser Angriff das Ziel für eine Runde betäuben. Geht von vier Runden nachher auf drei Runden. Ist sehr interessant mit dem Wasserlicht. Das können wir nämlich gleich nochmal gucken. Ja, also diese Attacke. Dritte Attacke fügt großen Schaden zu, indem der Feind viermal angegriffen wird und reduziert die Verteidigung mit einer Chance von 25% für jeden Angriff zwei Runden lang. Kommt relativ häufig, finde ich. Ja, aber bei vier Schlägen ist das natürlich auch, könnte man auch 100% sagen, ne, weil 25 mal 4. Gut. Geht von 4 auf 3 Runden ebenfalls. Liederfertigkeit erhöht die Angriffskraft verbündeter Monster um 22%. Diesen jungen Mann nehme ich sehr gerne im Feuerraid als Leader mit.
Ja, erstens, weil er Wasser ist, zweitens, weil er eine Flächenattacke hat, die alle drei Runden nachher zünden kann und weil er halt die Angriffskraft aller Monster erhöht. Das heißt, wenn man eh ein Team auf Flächenattacken da mitnimmt, was sinnvoll ist, ja, und die machen gleich mehr Schaden, 22% nochmal, ist das schon nicht schlecht. So, der Wasserlich. Der Wasserlich kriegt eine Hauptfertigkeit, wenn man ihn erweckt, und zwar erhöht die HP verbündeter Monster in der Arena um 33%. Ja, gut, hat man auch andere Monster, die das machen, nicht nur auf die Arena beschränkt. Aber für die Arena ist es natürlich okay als Lila-Fertigkeit. Ist Rückhalt als Typ. Das heißt relativ ausgeglichen, was Lebenspunkte, Verteidigung und sowas angeht. Nur Angriff meistens sind auch nicht so gut. Aber beschwört die Seelen der Toten, die den Gegner zwei bis dreimal attackieren. Meistens zweimal. Ich habe es persönlich selten, dass er dreimal angreift. Aber gut, jede Attacke senkt mit 40% Chance das Angriffstempo des Gegners für zwei Runden. Womit wir wieder bei dem Taoisten wären. Ja, der die Gegner der Bälle dann angreift, betäuben würde. So, zweite Fertigkeit. Greift die Feinde zufällig mehrfach an. Und schwächt pro Angriff mit 35% Chance die Verteidigung für zwei Runden. Effekte, die das Angriffstempo reduzieren, erlöschen. Und der Feind wird eine Runde lang eingefroren. Geht von 4 Runden auf 2 Runden sogar. Wow. Nicht schlecht. So, passive Fertigkeit. Gibt Immunität gegen Einfrieren, Betäuben und Schlaf. Und senkt die Chance, einen kritischen Treffer zu erleiden um 25%. Ist natürlich geil, ne? Kann ich eingefroren werden, kann ich betäubt werden, kann ich schlafen gelegt werden. Ja, und ich sag mal, wenn man den zum Beispiel in Verbindung mit einem finsteren Ifrit zum Beispiel oder anderen Monster nimmt, die normale Effekte beseitigen können, ist das top. Ja, weil er kann nicht einfrieren und für alle anderen Effekte ist der Ifrit zum Beispiel dann zuständig. Macht schon Sinn. So, und mein drittes, was ich gezogen habe, ja, ich glaube, die hatte ich wirklich noch nicht. Die Windassassine bekommt Widerstand 25% erhöht. Wenn man sie erweckt, ist ein Angriffsmonster, wie ich glaube, alle Assassinen. Ja, Fertigkeiten. Standardattacke wahrscheinlich, attackiert einen Gegner und sucht nach seiner Schwäche. Mit 50% Chance wird die Verteidigung des Gegners für zwei Runden gesenkt. Genau. Ja. So, zweite Attacke. Zweite Attacke steigert deine Angriffskraft und kritische Rate für zwei Runden und gewährt dir direkt einen weiteren Zug. Geht von 6 auf 4 Runden nachher. Jo, auch sehr schön. Ja, mit verstärkter Angriffskraft und verstärkter kritischer Rate könnte man was draus machen. Dritte Attacke. Greift einen Gegner an und stört die Erholung für zwei Runden. Greift einen anderen Gegner an, wenn der erste Gegner mit dem ersten Angriff getötet wird. Das heißt, wenn man die wirklich, sage ich mal, schön auf ATK und Crit-Schaden macht, ja, und ja, dann macht die zweite Attacke, macht natürlich, wenn man den sofort nochmal angreifen kann, mit zwei Runden erhöhter Angriffskraft und kritischer Rate, alle 4 Runden den Gegner sogar noch tötet und die dann nochmal einen anderen Gegner angreifen kann. Ist natürlich auch nett. Geht von 6 Runden auf 5 Runden. Also die hat denn dafür auch schon ein bisschen mehr Abklingzeit. Ja, also das waren meine drei super schön gezogenen 4-Sterne-Monster. Der Rest ist, ja, ich sag mal, was haben wir denn dabei? Das ist Feuer-Minotaurus, Wasser-Minotaurus. Den Teufelsjäger Wasser finde ich persönlich auch nicht schlecht für Necro zum Beispiel. Ja. Kriegt Angriffstempo erhöht, ist ein Angriffsmonster, hat gut dann über 100 Angriff auch vom Tempo her auch so. Fertigkeiten, der erste Schuss finde ich sehr schön, schießt zweimal, gut für Necro, ne, und mit 25% Chance ignoriert er die Verteidigung des Gegners. Macht sich gut. Ja, zweite Attacke und die ist genauso geil, greift den Gegner mit zwei Pfeilen an, gut für Necro. Und greift mit einer 30%igen Chance erneut an. Ja, das macht er teilweise 7, 8 Mal hintereinander. Ja, besonders wenn, sage ich mal, der Effekt, der geht ja noch weiter, ne?
greift mit einer 50%igen Chance erneut an, wenn die HP des Gegners höher sind wie deine eigenen Ah nee, Quatsch, höher wie 50% sind oder sowas. Da fehlt ein Stück Text, sehe ich gerade. Aber ja, wenn der Gegner genau mehr wie 50%, hast du 50% Chance nochmal anzugreifen. Ne? Also das geht gerade bei Bossen wie bei Necro, die viel Life haben. Ja, gerade am Anfang, da rattert der paar Mal rauf. In Verbindung mit dem Feuerschützen wäre das ein gutes Duo. Ne? Die Attacke kann nachher alle 2 Runden eingesetzt werden. Ja, das kommt auch noch dazu. Dritte Attacke erhöht die Angriffsleiste aller Verbündeten um 30% und erhöht 2 Runden lang ihr Angriffstempo. Das kann der alle 3 Runden lang nachher machen. Das ist natürlich bei Necro ein bisschen überflüssig, weil der verhindert das. Leaderfertigkeit erhöht die Angriffskraft verbündeter Monster mit Wasserattribut um 30%. Auch sehr nett. So, Duranken Master finde ich eigentlich alle nicht schlecht. Ja, weil erstens Angriffsmonster bis auf Wasser, glaube ich. Wasser ist, glaube ich, kein Angriffsmonster. Wasser ist, glaube ich, Abwehr. Erhöht die kritische Rate, wenn er erweckt wird. Ja, auch schon mal nicht schlecht. Fertigkeiten. Erste Attacke, die wurde modifiziert. Wirft einen Schlag, der die Verteidigung des Gegners ignoriert. Grundsätzlich. Und schwächt seine Angriffskraft für eine Runde mit einer Chance von 80%. Ja, aber gerade diese Ignorierung der Verteidigung, ich meine, die ist bei dem jetzt nicht so stark wie bei einem Lucian, also bei einem Windjoker zum Beispiel, aber sie ist da. So, tritt den Feind und stößt eine weitere Runde, wenn der Feind stirbt. Also manchmal, Leute, das Deutsch, was hier drin ist, ja, er erhält eine weitere Runde, wenn der Feind dabei stirbt. Ja, da geht der Schaden hoch und alle 3 Runden kann er es machen. Tigerhieb. Greift den Gegner furchtlos zweimal an und erhöht die Angriffskraft aller Verbündeten für 2 Runden. Ja, auch sehr nett. Feuerwehrwolf kann man auch aufbauen. Ich habe schon einige auf Level 40 gesehen. Die sind teilweise auch wirklich sehr schwer zu besiegen. Erhöht das Angriffstempo, wenn er erweckt wird, ist ein HP-Monster, wäre dann mit Erweckung bei 114 oder sogar 115 Speed. Ja, die erste Attacke greift den Feind an, stört eine Runde die HP-Erholung des Feindes. Die zweite Attacke stürzt sich auf einen Feind und richtet zweimal Schaden an. Jeder Angriff hat eine 30%ige Chance, das Ziel für eine Runde zu betäuben. Der Schaden ist proportional zur eigenen maximalen HP. Und das alle 3 Runden nachher. Ja, da machen viele HP auch schon wieder Sinn. Und bei der passiven machen natürlich viele HP sehr viel Sinn, weil jedes Mal, wenn er dran ist, regeneriert er die HP um 10%. Ja, sollte er durch einen anderen Heiler einen Heilungseffekt erhalten, wird dieser, also die Heilung, die er hält, um 100% erhöht. Ja, kriegt er zum Beispiel, was weiß ich, von einem Licht-Inugami 40% Heilung oder 30% Heilung, ja, dann wird das halt gedoppelt. Auch nicht schlecht, aber wie gesagt, die 10% jede Runde, wenn er dran ist, wenn man den auf Tempo und vielleicht auf Gewalt alternativ rechts oben eine Speed-Rune reinhaut, ja, und der relativ häufig oder schnell wieder dran ist, dann ist der schon schwer tot zu kriegen. Ne? Aber er haut halt insgesamt nicht so viel Schaden raus wie ein Angriffsmonster, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Der soll halt lange leben und ein bisschen supporten. So, ansonsten, ja, Epikon-Priesterin, falls jemand noch keinen Wiederbeleber hat, die kann wiederbeleben. Ja, ist jetzt nicht so ein krasser Revive, aber ja, gut. Die finde ich auch noch interessant, die Windmagie-Schützin. Ja, Hauptfertigkeit bekommt sie, erhöht Angriffskraft verbündeter Monster mit Windattribut um 35%. Ist natürlich nicht schlecht, vor allem wenn man vielleicht mit einem Lucian zusammen, also mit einem Windjoker zusammen spielt. Ist ein Angriffsmonster. Erste Fertigkeit attackiert den Gegner mit einem magischen Pfeil, der abhängig vom Attributsverhältnis zwischen Gegner und dir unterschiedliche Effekte hinzufügt. Der Schaden der Attacke steigt mit jedem schädlichen Effekt, den der Gegner dann schon hat, um 15%. Schon mal gut, Lucian verteilt auch Negativeffekte. Zweite Attacke greift mit einem Pfeil an, der schneller als das Licht ist. Die Angriffskraft wird dem Angriffstempo entsprechend erhöht.
Kann man nachher alle zwei Runden machen. Auch nicht verkehrt. So, und jetzt aber das Entscheidende, passiv. Steigert deine kritische Rate um 25% und dein kritischer Schaden steigt proportional zu deinem HP-Verlust. Ja, das heißt, gerade wenn man mit einem Lucian zusammenspielt, macht die erste Attacke oft mehr Schaden, weil halt Negativeffekte beim Gegner. Sie selbst verteilt mit der ersten Attacke auch Negativeffekte. Ja, und sollte sie halt HP verlieren, steigt ihr Schaden nochmal. Ja, also die würde ich definitiv auf ATK, ATK und kritischen Schaden machen. Und wahrscheinlich, da die zweite Attacke auf Tempo geht, mit Tempo-Runen versehen, wahrscheinlich Tempo-Klinge, macht sich wahrscheinlich gut, denke ich mal. Na? So, dann haben wir noch einen Drankenmaster in Wind, der hat auch wieder, ignoriert die Verteidigung, na? Senkt Angriffskraft. Zweite Attacke, regeneriert die HP aller Verbündeten und reduziert ihre Chancen angegriffen zu werden um zwei Runden lang mit einem kritischen Treffer. Ja, also sie können zwei Runden lang weniger kritische Treffer erleiden. Das Deutsch, wie gesagt, manchmal ist das gut. Ja, die Regenerationsmenge ist proportional zur Angriffskraft, was sich natürlich gut macht, wenn es ein Angriffsmonster ist. Ja, kritische Rate wird erhöht, wenn er erweckt wird. Dritte Attacke greift den Gegner graziös dreimal an und verringert die Verteidigung für zwei Runden mit einer Chance von 75%. Er holt die HP aller Verbündeten für zwei Runden um jeweils 15%. Das heißt, der macht ordentlich Schaden, senkt die Verteidigung mit der Attacke und heilt auch noch das Team. Ja, das kann er alle drei Runden lang machen. Also ich finde die Besoffenen hier, die Drunken Master, ich finde die alle toll. Ich mag die. Gut. Okay, das war's zu dieser Beschwörungsrunde. Ich habe, wenn ich das richtig gesehen habe, ich kann ja noch mal schnell gucken. Ich müsste jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, 24 Mystic Scrolls haben. 25, ne? Das heißt, wird in Kürze dann noch mal eine zweite Runde kommen, ne? Ich muss bloß erstmal wieder ein bisschen entmisten und so und gucken, wie viel Platz ich dann habe. Und dann mache ich noch eine zweite Runde. Also bis dahin, viel Spaß, bis denne, macht's gut.